Hallo liebe Leute von heute und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge. Jo, wahrscheinlich. Auf dem NFL-Server. Und wir sehen es da oben schon natürlich wieder mit Vitus. Und ja, hier ist auf jeden Fall ein Zombie. Und wir haben uns gerade kurz vor der Aufnahme ein nices Feature für unser Haus überlegt. Welches verraten wir noch nicht. Das werdet ihr ja eh sehen. Das werdet ihr sehen, genau. Und zwar unsere Aufgabe wird heute sein, eine oder mehrere Minen zu finden. Jo, also ich würde sagen, aber zwei verschiedene. Ja, genau, das wäre ideal. Und wir gehen einfach schon mal los und lassen hier den Vitus Vitus sein. Gut. Wieso hast du mich einfach stehen gelassen? Wieso? Ja, das liegt einfach daran, dass ich dich im Normalfall nicht mag. Und wieso hast du dann vorgeschlagen, mit mir das Projekt aufzunehmen? Du hast mich gezwungen. Ja, deine Mutter. Was? Ja, deine Mutter hat gesagt, mit Abonnenten wird's nichts, außer Vitus darf mitmachen. Sag dem Motto, wenn du ihn nicht mitmachen lässt, dann sabotiere ich deinen Kanal. Ja, genau. Das hat sie gesagt. Ich gar nichts. Ja, sie wollte deine Gefühle nicht verletzen. Ja, aber sie weiß ja, dass ich Freunde habe. Ja, jetzt weiß sie, dass du Freunde hast. Jetzt schon. Alles klar. Themawechsel. Okay. Hast du schon eine Höhle oder so? Nein. Nein, okay. Du? Nein. Ja, Wettrennen, oder? Wer zuerst eine Höhle findet. Ja, oder besser, nein, sagen wir eine Mine. Eine Höhle reicht ja nicht, wenn keine ich Mine. Ich habe eine Höhle gefunden. Ja, aber keine Mine. Ja. Wer als erster die Mine hat, der hat gewonnen. Oder wer ist, besser gesagt, wer als erster Schienen hat, das ist nochmal besser. Schienen, genau. Ja, ich kann aber auch einfach nach Hause gehen und die Kiste öffnen. Nein, weil ich habe die alle mitgenommen. Oh yeah. Also, das ist so ein Arsch. Ich habe Schienen. Das zählt nicht. Jetzt schon. Ich kann aber einfach die vorm Haus abbauen. Die habe ich auch mitgenommen. Als ob du sagst. Ja, sicher nicht, dass jemand abbaut. Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, wofür könnten Vitus und Ostchang. Wir haben eine Bestellung bekommen für 30 Eisen, 2 Stack Schienen. Genau. So ungefähr läuft es ab. Nee, also alle Bestellungen. Nein, das verfällt Fernsehen. Das Farmen von Bestellungen werden wir schätzungsweise nicht in die Aufnahmen mit reinpacken, denn. Ja, das wäre einfach zu langweilig, wenn wir hier. Kommt auf einmal, was es für Bestellungen sind. Wenn es lustige Bestellungen sind, dann schon, würde ich sagen. Ja, wenn es lustige sind, aber. So was wie, kauf mir einen Döner. Ein Döner, okay. Ja. Ich habe kein Essen mehr. Tja, da hast du. Dann esse ich halt Gammelfleisch. Da hast du gut mitgedacht. Nein, und natürlich, beim ersten Gammelfleisch habe ich mich schon vergiftet. Ja, da vergiftet man sich immer. Nein, 50% der Chance. Oder 80%, weiß ich nicht. Ich habe es letztens gelesen. Ich glaube 80. Ja, aber du vergiftest dich eben nicht immer. Ja, meistens aber. Ja, aber eben nicht immer. Und da ist ein Creeper und ich habe eine Höhle. Ja, ich auch, glaube ich. Oder bist du eine Höhle, Mama? Du bist keine Höhle. Mann. Das Problem ist bloß, ich habe jetzt mehr Hunger als vorhin. Ja, weißt du, was bei mir gerade das Problem ist? Das ist keine Höhle. Ah, nein, ich kann die Steaks nicht essen. Warum nicht? Ah, mein Essen ist voll, deswegen. Ja, ich habe eher das Problem, dass meine Höhle keine Höhle war, sondern nur ein 2 fette Räume, die aussahen wie eine Höhle und ich jetzt Hunger habe und fast nicht mehr jetzt nicht mehr sprinten kann, also muss ich jetzt. Ah, ich habe eine Höhle. Ich muss zum Haus zurück. Oh. Wetten, ich werde auf dem Weg getötet von Ender Yoshi. Ja, genau, der Typ da, der Ender Yoshi, der hat auf jeden Fall Beef im Sinn. Ja, der hat mich vorhin schon versucht zu töten. Unerfolg jedenfalls. Er wollte uns beide schon öftere Male ranken, nur sind wir halt zu skillhaft. Das ist es. Das ist halt ja, das Problem. Begrenzen ist keine Skills. Ja, doch, das würde ich schon sagen. Stimmt. Ich meine. Man darf ja beim Wegrennen nicht irgendwo runterfallen oder so. Also, ja, ich meine, wenn man beim Wegrennen runterfällt, dann ist man ja selbst. Ja, geil, hier finde ich auf jeden Fall keine.
Schienen oder eine Mine. Ja, hier seht ihr schon direkt am Spawn. Geil, wieder, er war schon wieder hier. Wer? Ender Yoshi. So, weil er eingebaut ist? Ja. Das war ich. Geil. What the heck? Ja, der Server hat auch ein paar Lags und ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Server nicht abschmiert, was heute nicht das erste Mal wäre. Das wäre das zweite Mal. Für dich das zweite Mal, ja? Für mich das 12. Mal oder so. Ja, da kann ich ja nichts dafür, wenn du es schon so lange spielst. Nein, das Problem ist nicht, dass ich so lange spiele, nur ist der Server in einer halben Stunde 10 Mal oder so wirklich down gegangen. Und das... Ich komme... So, ich komme wieder in die Farmwelt. Ja, okay. Ich glaube, du warst gerade beim Spawn, kann es sein? Nein, ich war nicht beim Spawn, aber... Ah, Vitus, ich sollte dir vielleicht verraten, dass ein Unsichtbarer momentan auf dem NFL-Server rumrennt. Da war ich doch gestern dabei. Nein, das... Ja, das war ja der... Nein. Aqua. Das... Wir totgefistet haben. Bei dir klingelt das Telefon. Ja? Ja, da klingelt das Telefon, aber meine Sekretärin wird schon dran gehen, würde ich sagen. Also dein Vater. Der verschwindet eiskalt, okay. Ja, dann muss das Telefon warten. Du musst mal die Wiederbewegungen ausschalten und dann laufen. Das sieht aus, wenn du einfach. Für dich sieht es aus, wenn du fliegen würdest. Ja, okay. Geil. Ja. Hier ist auf jeden Fall ein Durchgang durch den Stein. Und auf der anderen. Ja, dann gehst du genau in die Richtung, wo ich vorhin war. Aber auf der anderen Seite kommt man wieder raus. Geil. Und hier ist eine tiefe Schlucht. Bist du nicht. Nee. Au. Und hier ist Lava. Warst du, wo Lava war? Das kann schon sein. Direkt am Anfang von der Höhle? Nein. Okay, dann hab ich vielleicht das Glück, eine Mine zu finden. Ja, das wäre auf jeden Fall. Dann hätte ich auf jeden Fall gewonnen und ich glaube, ich habe einen Zombie-Spawner entdeckt, oder? Nein, Zombie-Spawner. Nein, ich habe noch einen Enderman gefunden. Ja, Enderman, okay. Ja, er hat mir nicht einmal Damage gegeben. Oh yeah. Oh shit. Uah, Shida. Oh shit, oh shit, oh. So, ja, hier sind. Einige Durchgänge durch den Berg, aber hier irgendwie nie so wirklich rein. Warte, hier. Ja, hier geht's rauf und auch wieder auf der anderen Seite raus. Geil. Jetzt ist die Lava immer noch nicht weg. Wenn ich mich jetzt in die Lava werfe, bin ich ziemlich tot. Glaube ich. Ziemlich tot. Ich hab deine Mine gefunden. Das glaube ich nicht. Ja. Nein. Du hast keine Mine gefunden. Aber wenn ich sie doch sage, Opa. Ja, welche Minen? Ja, eine richtige Mine. Wenn es nicht die Minen von Moria sind, dann suchst du weiter. Nein! Dann suchst du weiter. Fertig. Gott, wetten, ich verbrenne jetzt. Ja. Ich versuch's mal durchzuhalten, ansonsten teleportiere ich mich schnell zum Spawn. Er findet eine Mine und stirbt einfach. Gott, ja! Wo bin ich jetzt gespawnt? Am Spawn. Ja, ich bin unter dem Spawn. Jetzt bin ich auf dem Spawn und das leckt gerade. Ja, ich sehe es gerade. Das Wasser hier fließt nämlich nicht mehr. Und ich brenne immer noch. Ja, geil. Das sind alles Minen, die untypisch wären. Der Typ brennt auch. Geil. Vielleicht war der ja in derselben Höhle oder so. Jetzt habe ich aufgehört zu brennen. Ja, okay. Jetzt passt es, glaube ich, wieder. Also wieder zurück in die FW-Welt und dann vielleicht finde ich nochmal. Das wäre natürlich richtig nice, wenn ich es nochmal finden das würde. Das wäre echt toll für dich, aber... Ja, weil das war jetzt einfach wirklich bitter. Ja, du hattest eben keine Schienen in der Hand, das heißt, das wird... Doch, ich habe einen abgebaut. Nein. Doch. Nein. Deswegen habe ich also dann gewartet, bis ich mich zurückteleportiert habe. Ach so, ja. Ihr wettet, ich laufe jetzt exakt in die falsche Richtung, das wäre ziemlich peinlich. Irgendjemand ist unsichtbar und tötet alle, ja? Wer? Ja, ich weiß. Hier läuft schon den ganzen Tag ein Unsichtbarer rum und will Leute töten. Wetten, das ist dieser Kreativmodus, Spasti. Ich weiß es nicht. Mich hat er noch nicht versucht anzugreifen.
Mich auch nicht. Das ist, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, du warst aber den ganzen Tag auch nicht on. Ich war jetzt schon längere Zeit on, hab gefarmt und unter anderem fast, kann man sagen, die PvP-Arena fertiggestellt. Ich hab einen Canyon gefunden. Ein Canyon? Ja, geil. Ja, aber die Mine dafür nicht mehr. Ja, vielleicht ist hier da auch eine Mine drin. Wahrscheinlich ist es exakt, zumindest ist hier Lava. Das ist schon mal ein gutes Omen. Lava ist ein gutes Omen, okay. Ja, wenn man sterben will schon. Ja, ich meine, wer will denn auch nicht sterben? Ich. Wieso? Weil Sterben ungesund ist, habe ich gehört. Hast, ach, wirklich? Nee, ja. Das mache ich oft und ich finde eigentlich ziemlich gesund. Ach ja, dann mache ich das jetzt auch mal. Ja, gönn dir mal. Macht bestimmt Spaß. Ja, ich finde es eigentlich schon ziemlich witzig. Alles klar. Ja. Als ob ich einfach schon 12 Steaks oder so gefressen habe auf dem Weg hier, auf dem ich lauf. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Ja, geil. Jetzt kommt eine Höhle, eine vielversprechende. Hoffentlich. Als ob da ist ein Zombie-Spawner, geil. Dann hast du wahrscheinlich eine Mine gefunden. Ich weiß es nicht. Ich hab nen. Warte mal. Namensschild. Nein, da war ich doch gerade. Oh nein, da war ich noch nicht. Namensschild und Eimer. Ja, geil, da ist einfach nur das Dungeon, sonst nix. Als ob. Als ob da nur das Dungeon ist. Ja, irgendwo müssen die Zombies ja herkommen, oder? Ja, aus dem Spawner, den ich gerade abgebaut habe. Ja, eben. Ja, aber da ist nur das Dungeon, wo der Spawner drin war. Aha. Mit einer Kiste, wo keine Schienen drin waren. Oder? Vielleicht will man. Weißt du, was ich schade finde? Was denn? Dass es keine Creeper-Spawner gibt. Das ist inwiefern schade? Dass man da zum Beispiel heftige Loot-Scheiße findet, weil sie erstens selten sind und total schwierig eigentlich zu bekommen, weil, ich meine, Creeper sind jetzt nicht unbedingt Low-Damage. Ja, stimmt. Oh, ich habe Iron gefunden. Ja. Zählt das auch? Daraus kann man Schienen machen. Iron zählt nicht. Du musst Schienen abgebaut und in der Hand haben. Wenn es 8 Iron waren? Zählt nicht. Schwein, du. Weißt du, was mir auffällt? Was denn? Dass ich gerade Lapi gefunden habe. Lapis? So cool. Ja, ich habe wirklich Lapis gefunden. Wir aber finden wir haben ja Lapis eher als Minen. Geil. Keine Ahnung. Ich hab's auch nur durch Zufall entdeckt, weil ich gerade eine Decke hochgeschaut habe. Okay. So. Mann! Ich hab die Eisenspitzhacke nicht dabei. Aha. Jetzt kann ich es nicht abbauen, das ist gar nicht so lustig, wie du denkst. Oh Mann. Ich denk vielleicht gar nicht, dass es lustig ist. Vielleicht finde ich es einfach nur lustig. Hier ist eine. Wieso? Was? Heiß ich auf TS plötzlich Silvan 11? Keine Ahnung. Lol. Bah. Ja. Ah, ich hab die alte Höhle gefunden. Glaube ich. Jo, ich hab Lava gefunden. Jo, es leckt schon wieder. Ah. Fuck, Alter. Ja, hab ich mir auch gedacht. Ja. Alter, wenn ich jetzt eine Mine finde, ne? Ich raste aus. Hier ist massenhaft Redstone, ich kann es nicht abbauen, weil. Der mir fällt gerade auf. Mir fällt gerade auf, ich habe kein Essen mehr. Dann nennst du mir die Koordinaten und ich gehe dahin. Ja, genau. Ja, machen wir halt echt so. Ja, ich bin schon am Spawn wieder. Ach so. Irgendwie höre ich gerade einen Enderman, aber hier ist gar keiner. Okay, das ist ein bisschen. Das ist creepy. That's creepy. That makes me angst. That makes you angst, okay. Ja. Connection loss. Ach, du Heiliger. Ich kann nicht mehr sprinten. Ja, ich konnte schon nicht mehr sprinten, als ich an die Spawning kam, ey.
Es ist ja eine Spanne kann. Ist unser Dach gegrieft worden? Achso, nee, doch nicht. Zum Glück, Alter. Ja, ich habe vielleicht ein oder zwei Holztreppen gebraucht, aber ansonsten. Du hast das Dach abgebaut. Ja, so sieht's aus. Bist du bescheuert oder so? Als ob ich das machen würde. Für wen hältst du mich? Für Vitus. Oh, ja, das könnte tatsächlich ein Problem werden. Endlich ein Dorf gefunden, okay. So, ich kann mal zeigen, was ich an der PvP-Arena weitergearbeitet habe. Und natürlich. Nein! Einige... Du es nicht! Doch. Hey, unseren Lagerraum will ich zeigen, da habe ich ja mitgeholfen. Ja. Aber ich suche noch mal kurz, ob ich die alte Höhle finde. Ich habe trotzdem hauptsächlich den Lagerraum alleine gebaut. Ja, aber ich habe die coolen Mechanismen gebaut, weil du es nicht kannst. Sicher kann ich, aber ich bräuchte länger. Ja, oh, hier ist auf jeden Fall so ein hochgestackter Weg von mir. Ja, für alle Konsumenten des NFL-Servers, ich kann euch nur wärmstens unsere PvP-Arena empfehlen. Und zwar haben wir hier einfach einen wunderschönen kleinen Raum, wo man die Sachen und das alles ablegen kann. Also wenn man stirbt, sind sie bei uns. Genau, wenn ihr sterbt, sind sie halt bei uns, aber das ist dann egal. Wir sind das ist dann selbst verschuldet, dann können wir nichts dafür. Genau, wir sind doch die Schmiede eures Vertrauens. Ich meine, ihr seht ja, bei diesem Edgar-Monument könnt ihr uns auch vertrauen. Ihr sterbt nicht, wenn ihr darunter fällt. Warum sollten wir euch auch sterben lassen? Das wäre doch nie unsere Absicht. Oh, das heißt Falt. Nicht Feld, Falt. Habe ich Feld gesagt? Ja, du hast Feld gesagt. Warte, wenn ich... Zumindest kann man meinem Headset Falt an. Feld. Warte, ihr werdet auch nicht sterben, wenn ihr runterfällt. Wenn ihr runterfallt. Falt ist irgendwie... Falt. Ja richtig. Gut, ja, Falt ist richtiger, aber umgangssprachlich benutzt man auch Feld. Vielleicht bei euch in Österreich. Okay. Ach du Scheiße, hier ist eine richtige... Bei uns im Deutschen Reich, da nicht. Im Deutschen Reich. Okay, hier ist eine richtige... Ja, okay, ich hab den Lagerraum gezeigt. Dusch! Lampe. Okay, ich hab's eh nicht gezeigt, Alter. Beruhig dich. Jo, Jack hat gerade Glowstone gedroppt. Ja, wir brauchen kein Glowstone. Wir haben. Ich weiß, wir haben zwei Stacks. Ja, ungefähr. Ja, weil ich so brav farm war. Und was hast du gemacht in der Zwischenzeit? Nicht online gewesen. Nicht online gewesen. So sieht das aus. Ja, ich muss auch irgendwann mal was essen und Hausaufgaben machen. Hausaufgaben? Wer ja, braucht das, Alter? Ja, wenn man nicht nachsitzen will, sollte man seine Hausaufgaben machen. Ihr müsst nachsitzen, wenn ihr die Hausaufgaben nicht habt. Ja. Geil. Oder was auswendig lernen. Das macht richtig Spaß. Nachsitzen ist lustiger. Nein. Doch. Nicht bei uns. Doch. Wenn du bei uns nachsitzt, Alter, bist du tot. Da hast du dich wieder Lehrer. Weißt du, was bei uns ist? Wenn du die Hausübung nicht hast, wirst du angeschrien. Was? Geil. Du wirst einfach angeschrien und dann kriegst du noch so irgendwie so eine Verhaltensnote oder so und dann war's das. Wie chillig. Ja, für mich ist das. Ja gut, ich meine, ich hab das noch nicht so oft erfahren, da wir jeden Tag eigentlich eine Freistunde haben. Mindestens eine. Weil ich meistens sehr spät von der Schule nach Hause komme. Montag um 4, Dienstag um 5, Mittwoch um 6, also. Ja, und am Donnerstag? Am Donnerstag um 2 und am Freitag um 1. Also, Donnerstag richtig früh Zeit. Donnerstag, Freitag ist richtig Premium. Aber ich würde es lieber sehen, zum Beispiel auf meiner alten Schule, da hatten wir jeden Tag 6 Stunden. Da war es besser verteilt einfach. Da würde ich lieber irgendwie jeden Tag 7 oder so haben, aber das ist mir nicht vergönnt. Ja, es ist mir aber auch ziemlich egal, weil zum Beispiel am Mittwoch habe ich 3 Stunden dasselbe Fach hintereinander. Was für eins?
Am Mittwoch habe ich immer Programmieren. Ja. Yeah. 3 Stunden. Also ich meine, nach den 3 Stunden dann... Ach du Scheiße, ich habe eine Mine. Ich glaube, ich habe dein Dings gefunden. Ja, direkt in Nähe zum Spawn, oder? Nein, direkt beim Spawn nicht, aber... Ja, in der Nähe. Nicht so weit weg. Ja, nicht weit weg. Hast recht. Ja, Programmieren, ich meine, es ist auch wirklich geil und so, aber... Aber du kannst es nicht. Ja, genau, ich kann es nicht, dann würde ich mich sofort abmelden. Nein, das ist auch nicht das Problem oder so. Aber nach 3 Stunden, da hast du so einen Schädel, Alter. Wenn man einen hat, ja. Ja, wenn man einen hat, aber wenn man dann so wie ich ist, dann hat man gar keinen. Aber wenn man Vitus heißt... Nee, also programmieren muss ich zugeben, habe ich am Anfang einfacher gedacht, dass es ist. Es ist echt nicht einfach. Aber wenn man es kann, ist es nicht so. Also wenn man es mal öfters wiederholt hat, dann ist es alles in Ordnung. Als ob ich gerade im Kreis gelaufen bin. Okay. Weißt du? Ich bin vorhin durch so eine komische Durchgang durch den Berg und jetzt bin ich gerade wieder durch. Geil. Alter, bei mir ist eine richtig fette Mine. Ich habe jetzt schon fast einen Stack an. Ja, genau, wie heißt's? Sag's ja, aber offiziell habe ich gewonnen. Schienen. Nein, offiziell. Inoffiziell. Inoffiziell. Offiziell habe ich. Weil ich einfach Pech hatte, dass es plötzlich gelegt hat. Gelagt? Nicht wohl eher, weil du kein Essen mehr hattest? Nein, da hatte ich ja wieder Essen. Da bin ich ja gerade gekommen zum zweiten Mal. Ach du. Dann hat es gelagt, dann bin ich die Lava gefallen, da musste ich zurück zum Spawn. Ach so, okay. Weil ich sonst gestorben wäre und dann mein Iron-Zeug verbrannt wäre und mein Dia. Das wäre. Aber mein Iron-Zeug, meine Schuhe sind auch schon kaputt, jetzt habe ich nur noch Beine und Brust. Okay. Die sind aber auch gleich kaputt. Ja. Ja, ich glaube, ich lasse es da mal die Rüstung weg eine Zeit lang und lasse auch mein Dia-Schwert daheim zum Farmen. Ja, das kannst du gerne machen. Ich meine, ich habe auch keine Rüstung und mir fehlt sie auch nicht wirklich. Gut, ich bin manchmal echt froh, dass ich meine Rüstung dabei hatte, weil manchmal hat es mir echt das Leben gerettet. Ja. Wenn da zum Beispiel 5 Creeper sind, dann ist es doch schon mal angenehm, wenn man so eine schöne Rüssi hat. Ja, sicher, ich meine, das... Ich meine, 5 Creeper kill ich ja auch trotzdem, wenn ich so eine Rüstung anhabe. Ja, sicherlich. Ich meine, du hättest. Ist mir auch einmal passiert jetzt. Okay. Aber da war ja Nexotech dabei, der hat mir dann mein Zeug aufgehoben und ist jetzt wahrscheinlich Level 40. Okay. Das habe ich dir aber erzählt, glaube ich. Ja, ich habe hier wieder schon wieder einen Zombie-Spawner. Ja, ich finde immer nur Spinnen-Spawner. Ja, ich habe jetzt 2-mal Zombie-Spawner gefunden. Ach, Spinnen-Spawner. Spinnen-Spawner. Spider-Spawner. Spinnen-Spawner. Warte, was brauchen wir denn nicht? Ja, das. Das brauchen wir auch nicht, wenn ihr seht, was? Wie viel. Ja, Zuckerrohr. No, das nimmst du mit. Weißt du, wie viel. Wenn du es hast, nimmst du es mit. Weißt du, wie viel wir zu Hause haben, du? Ja, ich habe das ja alles angebaut. Natürlich weiß ich das. Ja, wenn ihr sehen würdet, wenn ihr wisstet, wie viel wir zu Hause haben, dann würdet ihr auch sagen. Haben wir das Feld hinter unserem Haus schon gesehen? Ja, indirekt schon. Ich meine, ich bin schon öfters daran vorbeigelaufen, aber offiziell jetzt hier so im. Da sind ganz viele kleine Edgars. Hey, okay. Jetzt waren es ganz viele kleine Edgars. Du hast sie alle getötet? Ja. Vom Babytier kriegst du nicht mal Fleisch! Na, bildlich gesprochen kleine Edgars. Okay. Nicht wirklich kleine Edgars. Du sollst keine Schweine töten. Das haben wir. Wieso denn? Dafür habe ich doch extra die Kapelle gebaut. Was ich ins Büro töten kann, weil es so eine Kapelle gibt. Do you understand? Die Kapelle war nicht fürs Schlachten von Edgars gedacht. Eigentlich schon. Das war der einzige Grund, warum ich sie gebaut habe. Alles klar. Es war ja nicht der Grund, dass ich gesagt habe, dass wir einen Eingang brauchen für die PvP-Arena oder so. Ja, den hätte ich ansonsten einfach mit einer Falltür im Boden gebaut, dass man einfach so runterfällt. Naja. Okay. Es laggt wieder. Es aufgehört zu laggen. Hat es aufgehört zu laggen? Warte mal kurz, ich schau kurz, wie lange ich schon aufnehme. Ja. Halbe Stunde.
Nicht ganz, glaube ich, oder? Doch, es ist schon 3/4. Ach so, ist schon 3. Ja, gut. Dann werde ich kurz hier noch diese Schienen mitnehmen und die Fackel, die dort oben ist, auch wenn wir genug haben, aber egal. Und dann schnäseln wir schnell zum Spawn und dann sagst du den lieben Leuten, komm doch auch zum Spawn und dann zeigen wir den lieben Leuten, was wir denn vorhaben in unserem Haus. Jo, ich zeig's ihnen. Ich hab 4 Eisen. Und da liegt EP rum. Und ich hab 2 Stacks voller Schienen. Come with me. Ich komme mit ihnen. Lieber Herr Vitus, ich hab wieder den Speedhacker an. Ja, nee, ich hab grad bloß was gegessen. Ach so, das. So nennst du das. So nennst du das. Jo! So. Wie kann man Nachrichten hinterlassen? Die haben mir da ein Buch, schätzungsweise. So, bitte zeigen Sie es uns, du. Ich zeig's dir. So, hier ist unser Feld vor dem Haus, das ist aber klein. Und dann einmal hier kurz unser kleines Feld hinterm Haus mit ein bisschen Zuckerrohr. Also an Zuckerrohr soll es uns nicht fehlen. Und an Weizen auch nicht. An Weizen auch nicht, genau. Hier einfach immer noch die Dekoration. Ja, mach mir die Tür zu, geil. Nein, die kriegst du nicht auf, komm jetzt. Hier, schau mir nochmal, das ist die Kiste mit dem Beweismaterial für Aqua. Diamanten, eine Pferderüstung und Hustensaft. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge auch noch. Schau mal, was ich kann. Geh mal weg. Oh yeah. Du verbrauchst einfach Enderperlen. Ja, bitte, zeigen Sie uns. Was haben wir heute so gemacht? Oh. Ah. Alles jetzt ist zu. Soll hier was sein? Ach du Heiliger. Ja, ist klar. Ja, das wird noch etwas verändert zwar, aber ansonsten ist es mal so unser Grund. Genau, ja. Das werden wir unterirdisch werden wir auf der und auf der Seite noch weiterführen zu verschiedenen Lagerhallen etc. Und ja, das haben wir heute gemacht und ich eben vor die PvP. Warte mal kurz, weißt du, was mich interessiert? Ich will wissen, wie viel Damage eine Lore macht. Habe ich die? Achso, ja, eine Lore habe ich auch. Ja, hörst du jetzt mal. Wie viel hast du noch? Ja, jetzt habe ich noch 6,5. Die macht aber wenig Damage. Trotzdem. Lass es. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie so 2,5 Herzen oder so macht. Lass. Ja. Entschuldigung. Machst du bitte auch. Au! Hast du mich gerade mit deinem Eisenschwert geschlagen? Nein. Nein, hat sich nur so angefühlt, okay. Ja. Es geht halt weg. So. Habe ich dich getroffen? Ja. Ich werde sterben, wenn du jetzt abziehst. Ich weiß. Ja, gut. Ich würde trotzdem sagen, wir beenden diese Folge jetzt für heute. Und wir werden offline weiterbauen und dann das nächste Mal werdet ihr sehen, was wir gemacht haben. Und ja, dann würde ich sagen, falls euch die Folge und unsere Idee für unser Haus gefällt, dann lasst doch sehr, sehr gerne ein Like da. Komm mal hoch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn Vitus mir die Tür geöffnet hat. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.